Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal diesen Bus gemacht und haben wir noch davon gesprochen, dass wir hier noch eine Bushaltestelle planen wollen. Und da schauen wir gleich mal rein, wie weit die Gefrees Nordwest ausreicht oder ob wir da noch was anbauen müssen. Ich sag mal, nach dem Intro schauen wir uns das an, ne? Bis gleich. So, Gefrees Nordwest, ja, wenn man die jetzt anklickte und dann wäre der Bereich einsehbar sein, das wäre cool, ne? Aber doch, da ist es sogar. Hey, cool. Wenn du in Logistik reinklickst. So, das heißt hier diese fünf Häuser, vielleicht nicht, ob der Wasserturm dazu zählt, aber der braucht definitiv dann noch eine Bushaltestelle. Dann würde ich sagen, bauen wir die doch da mal hin. Straße, Terminals, Haltestelle. Ja, das Wasser ist jetzt im Weg, ne? Okay, dann ist das nicht so dolle. Kriegt man die dann da so dazwischen her? Müsste eigentlich funktionieren, oder? Dafür müsste ich aber erst eine Straße schauen, dass ich die baue. Geht die da um die Ecke? Ne, wohl nicht. Einmal reingezoomt. Ja, schade, ne? Das wäre ihr Preis gewesen. Der See hier, der Teich. Kann man da was ändern? Kann man da was abreißen? Kann man da was baggern? Präzisionsmodus gegen gieriger Modus, alles klar. Nee, ich glaube, da kann man nichts abreißen, ne? Okay, das bedeutet, wir müssten jetzt überlegen, kommen wir mit der Straße dadurch? Nee. Nee. Die Straßen funktionieren hier ganz komisch, ne? Ja, die kriegen wir jetzt mal nicht gerade eben hier hin, oder wie sehe ich das? Kann ich sie hier weiterbauen? Ja, ich kann sie hier weiterbauen. Das bedeutet, ich werde sie hier so weiterbauen. Und ich baue sie mal so hier hin. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Terminal noch dahin kriegen. Alles ist mit drinne, alles ist wunderbar. Das war zwar ein bisschen teuer jetzt, aber egal. So, jetzt müssen wir unsere Linien hier noch kriegen. Fahrzeug anzeigen, umbenennen, entfernen. Fahrzeug anzeigen. Ah, okay. Wenn ich da einklicke, kriege ich die Fahrstrecke Nordwest. Das bedeutet, wir müssten jetzt hier unten Halt hinzufügen machen, und zwar den da. Transfer und alles ist gut. Und dann abhaken. Nach Nordwest kommt Nord. Passt. Sollte jetzt funktionieren, sollten alle drinne sein, ne? So, jetzt muss man nur gucken. Hier stehen 9653. Hier steht wahrscheinlich auch schon, nicht nur der erste, schon der zweite. Ist das ein Postgebäude hier? Das Rathaus? Wahrscheinlich, ne? Hier. Ja, da stehen reichlich, ne? Ich denke, wir sollten auf der Linie definitiv noch ein weiteres Fahrzeug draufkriegen. 93.000 würde bedeuten, wir können mal hier zum Depot gehen, was hier Garage heißt, und noch ein Fahrzeug dazu kriegen, ne? Kaufen wir. Und setzen das mal auf die Route Stadtbus Gefrees. Und starten den. Kannst du den zumachen? Könntest du den hier hinmachen? Fahrzeug folgen. Steht gerade schon im Stau. Machen wir gerade hier. Nee, das nicht, sondern das. Eine Stufe schneller. Gucken wir mal gerade, wie schick der da hinfährt, ne? Wäre jetzt schön zu wissen, wo der. Ach, hier oben fängt er an, wahrscheinlich, weil da der Punkt ist, oder? Gefrees West sollte er hinfahren. Jetzt rechts abbiegen, genau. Transfer ist hier.
Sein erstes Ziel ist Gefräß West. Ja, okay, das ist mitten drin. Jetzt muss er irgendwo drehen, dass er da hinkommt, ne? Gut, passt. Aber man sieht an dem Punkt genau Schritt für Schritt, was er macht. Sehr gut. Details. Ich glaube, waren schon voll, ne? Auf jeden Fall ist er jetzt voll. 10 von 10. Fährt jetzt zum Anbau. Lädt 2 aus, lädt 2 ein. Okay. Südost. Einer ausgestiegen, einer eingestiegen. Betriebskosten 97%. Okay, jetzt fährt er nach Nordwest. Vierer ausgestiegen. Aber da hinten will ja wahrscheinlich keiner aussteigen, oder doch? Doch, ist einer ausgestiegen, einer eingestiegen. Hat er Geld gelassen. So, Statistiken. Geld verdient 280, Betriebskosten 445, okay. Vielleicht liegt es aber mit dem Anfahrtsweg daran, dass der Marius Schmidt, oder Schmied, Schmied heißt er wahrscheinlich, jetzt nicht die erwarteten Gewinne hier gerade einfährt, oder? Aber jetzt ist er gleich im Gewinn, glaube ich. Jo, da hat er 15 Euro plus. Jetzt macht er wieder ein bisschen Minus, aber ich glaube, das ist bei der nächsten Haltestelle schon wieder revidiert. 630, okay, jetzt hat er 20, 15, 14, 5. Okay, noch nicht ganz so toll. ...710, wieder 30 plus gemacht. Okay, jetzt ist er nicht ins Minus gerutscht und hat jetzt 90 plus gemacht. Sehr gut. Schon die Frage, ob er da nicht besser schon wieder angehalten hätte, ne? So, 975. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter gucken. Das ist erledigt. Das ist positiv am Laufen. Gut, okay. Ja, die Städte wachsen langsam zusammen, kann man sagen, ne? Hier ist Eisen, schlecht verbunden, okay. Wir müssen jetzt doch mal langsam gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen... die eine oder andere Örtlichkeit vielleicht zusammensetzen mit... wir bringen da mal jetzt was mit dem Zug hin oder so, ne? Mellrichstadt Süd. Warte mal, wir haben hier Kohle. Da Eisen. Ja. Sollte man die Kohle da hinbringen mit dem Zug? Schwierig, ne? Was ist denn hier nicht voll? Das Band mit Kohle ist nicht voll. Das mit Eisen ist definitiv voll. Was macht denn unsere Forschung? Ach, hier ist ja die Dingens, aber die wird versorgt. Schlecht, aber wird versorgt. Unser Labor hat 100 von 135, okay. Oh, hier ist ein großes Haus, ne? ist das Rathaus? Weiß ich nicht. Melche Stadt 2, das sieht alles erstmal gut aus, ne? Wie viel ist hier dran? Nix. Muss da was rein? Eigentlich schon, ne? Werden denn da welche angeliefert? Gerade nicht, ne? Geht da sehr schleppend voran. Aber wenn wir da wieder einen zweiten aufmachen, dann ist wieder falsch, ne? Hier, da fährt einer. Ist der dafür da? Müssen wir mal gucken, ne? Also es fahren ja sehr viele Fahrzeuge hier durch die Gegend, ne? Muss man einfach sagen. Und da müsste man eigentlich zentral in der Mitte hier einen Bahnhof machen.
Und die Dinge von hier hin und her fahren, oder? Schwierig. Können wir uns das leisten? Das ist die nächste Frage, ne? Stationen. Kostet 30. Wäre jetzt hier interessant hinzubauen, oder? Die Fahrzeuge von hier dann das ausliefern lassen. Was haben wir da? Wegpunkt, Passagierbahnhof. Güterbahnhof. Passagierbahnhof wäre natürlich dann vielleicht noch interessanter, oder? Na, die Orte sind schon ziemlich nah beieinander, ne? Wie viel Geld haben wir denn? 182. Und wann kann man einen Abschnitt kaufen? 1 Million, alles klar. Brauchen wir nicht weiter reden. 1,1 Millionen. 1 Million. Was ist denn günstig? Auch teuer. 1,3. 1,3. 1,1. Okay. 1,3. 1,2 oder 3 auch im Endeffekt. Ja, das ist alles schon so teuer, ne? Borgentreich ist wahrscheinlich sogar noch tatsächlich das günstigste, ne? Und die haben Stein. Aber bis wir da hinkommen, ne? Sehen wir ja hier. Ist nicht so toll, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier, nee, bei den Ortschaften hier, das ist, ich glaube, wir machen das mit dem Dingens, was wir gerade vorhatten, schon. Güterbahnhof hier mitten rein. Und dann schauen wir mal, dass wir die Gleise weitergelegt kriegen, da hinten hin. Okay, hier geht es jetzt nicht lang, auch sehr schön. Müssen wir irgendwie einen Bahnübergang basteln oder was? Warte mal, dann machen wir das mal nicht. Haben wir keine Bahnübergänge oder Signale und so? Ja, aber ein Bahnübergang. Jetzt muss ich dann. Ah, vielleicht kann das Spiel das gar nicht. Das könnte auch noch sein. Das würde bedeuten, ich müsste hier. Kann man denn da hoch? Könnte ich jetzt hier mit Bild ab oder sowas? Nee. Ja, das ist aber komisch. Förderbänder, Stationen. Warte mal, hier gibt es bestimmt irgendwie so. Ach, Brücke und Tunnel, da ist es doch. Warte mal. Typ Bogenbrücke. Kann hier nicht bauen. Wieso kann ich hier nicht bauen? Das ist doch doof dann. Geld habe ich wenigstens wiedergekriegt. Das ist schon mal etwas, ne? Okay, wie geht die Brücke darüber? Hm? Es gibt nur eine Bogenbrücke. Und das funktioniert schon mal nicht. Sie muss direkt an der Straße liegen. Und dann geht's trotzdem nicht, oder wie? Nee, das war falsch. Ich brauche ein Gleis.
Cursorhöhe kann ich hier einstellen. Elektrifiziert kann ich hier einstellen. Warum kann ich die hier nicht bauen? Warte. Brücke von der anderen Seite. Jetzt baut er sie da auch noch höher, ne? Reiß die mal weg jetzt hier. Jetzt bauen wir die von der anderen Seite nochmal weiter. Ne, das kannst du schon mal vergessen. Also das mit der Brücke ist jetzt nicht so unsers, ne? Wie wir gerade merken. Nochmal das ganze Brücke bauen. Sie mag nicht. Nochmal abreißen. Ich kriege immer meine 2-3 wieder. Vernichte wahrscheinlich Geld dabei. Keine Ahnung. Brücke. Jetzt ist hier noch so ein doofes Fragment, ne? Okay, jetzt haben wir es wohl geschafft. Die muss wohl etwas höher sein. Reiß das mal weg. Und dann müssen wir da anschließen. Haben wir geschafft. Und sind jetzt hier mit der Brücke unterwegs. Sehr schön. Und fahren jetzt hier hin. Wo fahren wir denn da hin? Wo macht Sinn? Hier macht Sinn, oder? Machen jetzt auf jeden Fall hier einen Bahnhof hin. Das Einzugsgebiet des Bahnhofs wäre natürlich cool. Können wir den rotieren? Ja. Vielleicht geht das auch hier so hin. Ich würde den mal da einsetzen wollen. Mach den mal ein Stück weiter hier hin und jetzt da hin. So. Jetzt ist die Frage, was kann hier eingeladen werden und was nicht, ne? Das kann man alles laden. Das ist doch schon mal cool, oder? Gut, dann müssen wir jetzt noch ein Depot haben. Wir müssen noch irgendwo ein Depot hinstellen. Oh, das war jetzt nicht so cool, ne? Kann man den letzten Schritt zurück machen? Steuerung Z? Ne, leider nicht. Geht hier irgendwo was mit rückgängig? Ne, ne? Wohl nicht, schade. Das heißt, dafür müssen wir jetzt doch das Werkzeug rausholen. Ah, jetzt hat er alles abgerissen, ne? Aber naja, was willst du machen? Kommen wir mal so. Und dann das Depot. Oh, das ist aber riesengroß. Und das kann ich jetzt tatsächlich nicht da dran bauen, ne? Okay, dann machen wir es so. Und verbinden das so dahin. War klar, dass das nicht geht, ne? Aber jetzt geht's. So, möchte ich dieses Gebäude abreißen? Nein, auf gar keinen Fall. Habe ich hier gerade erst gebaut. So, jetzt möchte ich hier rein. Nein, ich will nicht abreißen. So, kaufen. Züge. 86.000 haben wir. Können wir uns noch nicht leisten. Die Dampflok hier kostet 100.000. Aber da kommen wir gleich noch hin.
Okay. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir was umändern. Station wird im Unternehmen Minenlagerhäuser und andere Stationen in Reichweite verbunden. Du kannst Fahrzeuge hier schicken, indem du ihren Fahrplan anpasst. Ja, genau. Jetzt müssten wir hier nur ein Lagerhaus haben. Wenn ein Lagerhaus hier ist, kannst du was einlagern. Und die Lagerhäuser. Wie, das Lagerhaus wird von da an. Okay. Sehr cool. Dann dreh das mal um. Wenn das tatsächlich von da bis da reicht, dann baue ich das doch dahin, oder? Dann müsste ich dann schauen, was ich da mit dem Zug transportiere. Oh, jetzt waren natürlich nur 60.000. Okay, das dauert wohl ein bisschen länger, bis wir das zusammenkriegen. So, aber wir haben unser erstes Gleis gebaut. Unser erster Zug könnte fahren, wenn wir dann finanzielle Möglichkeiten hätten. Das dauert jetzt eine Weile. Werden wir aber definitiv hinkriegen. Vielleicht lasse ich es auch offline ein bisschen weiterlaufen, dass ihr da nicht so lange warten müsst. Ich sage aber auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.